Nach einem wohlverdienten Ruhetag setzen wir unsere Reise fort und möchten euch zum siebten und vorletzten Teil mit einem Grüezi, Servus und Hallo herzlich willkommen heißen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Nachdem wir Granada verlassen haben, machen wir uns als erstes auf den Weg zur Sierra Nevada. Anschließend führt uns unsere Route nach Treveles, bevor wir schließlich unser Ziel Jerez del Marquesado erreichen. Ursprünglich hatten wir geplant, die kleine Stadt Guadix zu besuchen, die für ihre in die Felsen gebauten Häuser berühmt ist. Leider konnten wir keine Unterkunft zu einem vernünftigen Preis finden. Auf den gängigen Plattformen war entweder alles ausgebucht oder die Preise lagen jenseits der 300 Euro. Definitiv zu teuer. Am Abend erfuhren wir dann, dass genau an diesem Wochenende ein traditionelles Stadtfest in Guadix stattfindet, die Stadt voller Gäste ist und alle Unterkünfte daher ausgebucht sind. Tja, Pech gehabt. Inzwischen haben wir den höchsten Punkt unserer Reise erreicht. Die Sierra Nevada, genauer gesagt die Hoya de la Mora, die sich auf 2510 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Von hier aus geht es nur noch zu Fuß oder mit dem Mountainbike weiter. Vom Parkplatz aus hat man einen Blick auf den zweithöchsten Berg der Sierra Nevada, den Pico del Veleta, der 3384 Meter hoch ist. Der höchste Berg, der Mulhacén, mit 3482 Meter, verbirgt sich leider dahinter. Wenn man den Blick nach unten richtet, eröffnet sich ein atemberaubender Ausblick. In der Ferne erkennt man Granada und seine umliegenden Dörfer und Städte. Nachdem wir die obligatorischen Erinnerungsfotos geschossen haben, tauschen wir uns mit einem einheimischen Camper über die enttäuschende Skisaison und den Mangel an Schnee in der Sierra Nevada aus. Anschließend machen wir uns auf den Rückweg ins Flachland. Unsere Route führt uns entlang der südlichen Seite der Sierra Nevada. Wir folgen hauptsächlich der kurvenreichen Straße A4132, die uns durch charmante Dörfer wie Lancaron, Pampaneira und viele andere führt. Unser nächstes Zwischenziel ist Treveles, ein kleines Dorf, das für seinen weltberühmten Camón bekannt ist. Still a long way to go.
Wir erreichen Trevelez, die selbsternannte Hauptstadt des Jamón Ibérico. Das malerische Dorf liegt auf einer Höhe von 1476 Metern und gehört zum Naturpark der Sierra Nevada. Neben seiner besonderen Herkunft aufgrund der Höhenlage und den traditionellen Herstellungsverfahren zeichnet sich der als Jamón de Trevelez zertifizierte Schinken dadurch aus, dass er ohne den Einsatz von Konservierungsstoffen hergestellt wird. Er besteht lediglich aus Schinken vom weißen Schwein und Meersalz. Zusätzlich benötigt er viel Ruhe, um mindestens 23 Monate Zeit zur schonenden Reifung, ein perfektes Bergklima und alte, überlieferte, traditionelle Herstellungsverfahren. Dass wir hier eine kleine Mittagspause einlegen, ist wohl allen klar. Und natürlich haben wir dabei auch den Jamón probiert. Es ist bereits kurz vor 16 Uhr, als wir mit satten Bäuchen Trevelez verlassen. Doch irgendwann müssen wir weiter, denn unser Ziel liegt noch knapp 100 Kilometer entfernt. Auf unserem Weg am kleinen Dorf Valor vorbei passieren wir zwei Bars namens El Suizo. Ob diese von ausgewanderten Landsleuten oder von einer der zahlreichen heimgekehrten spanischen Gastarbeiter betrieben werden, bleibt unklar. Da wir immer noch satt sind, entscheiden wir uns, unsere Fahrt fortzusetzen. Wir befahren entspannt den Puerto de la Aragua, der sich genau auf einer Höhe von 2000 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Der Pass ist von dichtem Wald umgeben und beeindruckt mit einer neu asphaltierten Straße. Etwas unterhalb des Puerto de la Aragua, abseits der Straße, liegt der Mirador del Marquesado,
von wo man einen wunderbaren Ausblick auf die fruchtbare Hochebene um Guadix hat. Kurz vor unserem Ziel sehen wir in der Ferne hoch auf einem Hügel das Castillo de la Galahora, das im gleichnamigen Dorf liegt. Sollte die im 16. Jahrhundert erbaute Burg dem einen oder anderen bekannt vorkommen, hat er sie vielleicht in einem Kinofilm wie The Wind and the Lion, The House of the Dragon, Assassin's Creed oder anderen Filmproduktionen gesehen. Die Burg befindet sich heute in privatem Besitz, kann aber auf Anfrage besichtigt werden. Unser Vorhaben, zur Burg hinaufzufahren, scheitert rasch. Die Schotterstraße ist anfangs noch gut befahrbar, doch schon bald tauchen erste Hindernisse in Form von tiefen Löchern auf, die mit feinem, sandigem Schotter gefüllt sind. Mit unserem schweren Motorrad wäre es riskant, diese zu passieren, und das Risiko möchten wir nicht eingehen. Daher bleibt uns nur der Blick aus der Ferne übrig. Wir nähern uns unserem Tagesziel. Als wir am kleinen Gasthof ankommen, entladen wir unser Gepäck und erleben dabei ein kleines Missgeschick. Mein Helm mit der GoPro-Kamera fällt zu Boden und trifft genau auf die Spitze der selbstgemachten Helmhalterung. Diese bricht in zwei oder drei Teile. Wir reparieren die Halterung notdürftig mit Panzerband und hoffen, dass sie bis zum Ende unserer Reise hält. Bei einem Bier lassen wir den Tag ausklingen und werfen noch einmal einen Blick zurück auf die Sierra Nevada. Nach einem letzten Check geht es nun in einen neuen Tag. Heute stehen gemütliche 233 Kilometer auf dem Programm, die uns von Jerez del Marquesado nach Almería führen werden.
Eines der Zwischenziele wird die Galar-Alto-Sternwarte sein, die sich auf 2168 Meter über dem Meeresspiegel befindet. Heute wird es uns garantiert nicht langweilig. Nach einem flachen Abschnitt geht es weiter in die Berge, wo eine Kurve die nächste jagt. Ein großer Teil unserer Route führt durch die Sierra de los Filabres, die sich über eine Strecke von 60 Kilometern erstreckt und nördlich der Tabernas-Wüste liegt. Über die Tabernas-Wüste werden wir euch im achten und letzten Teil unserer Reise noch mehr erzählen. Bereits auf der Hinfahrt nach Andalusien, wollen wir auch für die Rückfahrt eine Fähre von Barcelona nach Genua nehmen. Alles ist gebucht und scheint in Ordnung zu sein. Doch leider hat sich dieser Plan zerschlagen. Gestern Abend erhielten wir eine E-Mail, in der uns mitgeteilt wurde, dass die Überfahrt kurzfristig abgesagt wurde. Natürlich haben wir uns sofort mit dem Fährunternehmen in Verbindung gesetzt, aber leider gibt es keine Alternativen. Daher bleibt uns leider nichts anderes übrig, als die Heimfahrt über den Landweg anzutreten. Wie ihr bereits wisst, ereignete sich gestern ein kleiner Vorfall mit unserer GoPro-Helmhalterung. In einem verzweifelten Versuch,
das Teil wieder zu reparieren, griffen wir auf das einzige verfügbare Hilfsmittel zurück: Panzerband. Bedauerlicherweise hielt diese provisorische Lösung nur knapp 2 Stunden. Glücklicherweise hatten wir noch herkömmliche GoPro-Halterungen zur Hand und konnten so eine improvisierte Halterung für die Helmkamera basteln. Und wie heißt es so schön im Volksmund? Alle guten Dinge sind 3. Zu allem Unglück ist danach noch unsere Rohmount-Klammer beim Anschrauben gebrochen, wodurch nun keine Bilder mehr von der Rückfahrkamera aufgenommen werden können. Ist dies möglicherweise ein Zeichen dafür, dass wir langsam nach Hause zurückkehren sollen? Am Horizont erkennt man bereits die imposante Galar Alto Sternwarte, die eine deutsch-spanische Kooperation ist. Mit einem Durchmesser von 3,5 Metern ist das größte der 5 Spiegelteleskope eines der größten seiner Art in Westeuropa. Seit 1979 wird hier oben intensiv die Forschung des Weltalls betrieben. In Zusammenarbeit mit Kollegen von verschiedenen anderen Sternwarten aus 10 Ländern war die Galar Alto Sternwarte maßgeblich an der Entdeckung und Erforschung eines supermassenreichen schwarzen Lochs beteiligt. Nach einer Weile verlassen wir die Sternwarte und machen uns auf den Weg nach Almería. Nur wenige Kilometer weiter entdecken wir in der Ferne auf einem Felsen eine Steinbock-Skulptur. Aber weshalb bewegt sich diese? Tatsächlich handelt es sich um einen lebendigen Steinbock, der gemütlich auf dem warmen Felsen liegt und die Sonne genießt. Ein wahrhaft herrlicher Anblick. Schwer an den weißen Gewächshäusern zu erkennen ist, nähern wir uns langsam unserem heutigen Ziel Almería. Umso mehr genießen wir den weiten Ausblick und nehmen jede verbleibende Kurve mit Freude.
Jeder, der schon einmal Spanien bereist hat, hat mit Sicherheit einen davon gesehen. Die Silhouette des Osbornstiers. In ganz Spanien sind insgesamt 88 dieser beeindruckenden Plakatwände verteilt. Sie ragen bis zu 14 Meter in die Höhe und bedecken eine Fläche von bis zu 150 Quadratmeter. Seit 1957 zieren diese von dem Künstler Manolo Prieto entworfenen Werbetafeln die spanischen Straßen. Wir nähern uns Almería und somit neigt sich dieses Kapitel dem Ende zu. Es wäre großartig, wenn ihr uns auch auf dem letzten Abschnitt unserer Reise begleitet. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sagen Adios und bis bald.